Moin Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, dem 18. Part auf meinem Kanal. Ich gehe jetzt hier bewusst aus der Kuppel raus, weil ich jetzt zuerst die Challenge-Galaxie mache, bevor ich die feindliche Basis in Angriff nehme. Dazu muss ich zurück zum Anfang hier, was eigentlich keinen Sinn macht, weil ich nach der Basis wieder da gelandet wäre, aber... die Basis rennt ja nicht davon. Die Galaxien ja auch nicht, aber... Die habe ich jetzt schon so lange hier quasi angeteasert auch und so. Deswegen mache ich die jetzt zuerst. Und ich fange mal hier mit dem Gelben an. Willst du reisen? Reiseziel Challenge Ball. Und ihr kennt wahrscheinlich schon den Namen. Verstanden, also dann. Challenge Ball. Und noch zwei weitere Nummer. Das hier sind die Challenge-Herausforderungen zu den Test-Galaxien. Also Testball, Testsurfen, Testblase. In dem Fall jetzt zuerst der Challenge Ball. Purzel-Sternball, wohin willst du? Also... Das Feuer war ja nur die Grundlage, jetzt geht's richtig zur Sache. Ihr seht schon, es sieht schon ein bisschen schwerer aus, glaube ich. Und man muss sich hier schon ein bisschen mehr anstrengen als vorher. Die Musik ist so geil, die ist, glaube ich, aus Super Mario Bros. 3. Korrigiert mich gerne, aber ich meine, es ist halt, wenn man im Himmel ein Level macht. Hey, mein Name ist Schildhilf. Haben wir dich schon mal getroffen? Na jedenfalls, hier kommst du nur mit dem Sternball weiter. Wenn du aufsteigst, richte die Fernbedienung nach oben. Und neige die Fernbedienung, um dich zu bewegen. Ja, kennen wir schon. So. Ich muss jetzt auch auf die Kumbas aufpassen hier. Weil eine falsche Bewegung und ich bin weg. Wie komm ich denn da hoch? So. Okay, das ging gerade aber nicht. Ach, egal. Jetzt aber, nächste Station. Erste Passage geschafft. Und die werden nicht leichter, sag ich euch. Ja, Münzen brauche ich nicht unbedingt. Also runter hier, Mario. Jetzt vorwärts wieder. Oh. Vorsicht, Mario. Nein, nicht weiter. Es geht in die Hose, wenn ich da jetzt weitergegangen wäre. Jetzt aber. Komm, weiter da. Ja, okay, okay, okay. Und jetzt die Bombe auch noch. Ey. Guck mal, mach ich platt. Besser. So. Okay, und weiter geht's. Soweit so gut. Gucken, ob ich vom ersten Versuch schaffe. Noch bin ich ja nicht durch. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist ja schon das Ziel. Komm, ich hole mir jetzt noch die Fragezeichen-Münzen. Da sind auch noch Münzen drin. Alles klar, hat sich gar nicht gelohnt. Hoch da. So, und ich bin durch. Erste Challenge, first try. Ich kann euch versichern, ist mir nicht immer geglückt. Also damals halt, also beim ersten Mal durch sowieso nicht. Aber ich bin wohl nicht wirklich aus der Übung gekommen. Klar, ich habe durch das Test, durch den Testball nochmal üben können. Aber, ist ja trotzdem schon eine Weile her, als ich das letzte Mal diese Galaxie gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie lange, kann ich richtig sagen. Schon ein paar Jährchen auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall, seitdem die Switch da ist, nicht einmal irgendwie die Wii, glaube ich, angemacht wird mehr, was ein bisschen schade ist. Wii U sowieso nicht, weil auf der Wii U habe ich vorher schon recht wenig gespielt, obwohl da gut Spiel für rauskam. Sieht man ja jetzt, die kommen ja fast alle für die Switch. Nochmal. Galaxy wahrscheinlich nicht mehr, das würde mich jetzt wundern. Also das ist ja eher ein Wii-Spiel. Sowieso nicht. So, zur nächsten... Challenge, die Challenge-Blase. Verstanden, also dann. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie an den Farben erkennen soll, wohin die einen führen, aber... Blau mit Wasser kann man sich vielleicht noch ein bisschen erschließen. Blasenreise durch die Elektrowelt ist die Challenge-Blase. Der passende Kapitelname sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ja, das ist jetzt tatsächlich hier alles unter Strom gesetzt. Nicht mehr über einem Sumpf fliegend. Unten ist das schwarze Loch, das heißt, wenn die Blase weg ist... Instant tot.
Ach, ich muss hier die 5 Silbersterne holen, stimmt. Ach so, ich hab das Schild jetzt nicht angequatscht, das ist egal. Wow. Wäre ja fast ein kurzes Vergnügen geworden. Da war zwar unten jetzt ein Dings. Habe ich gesehen, die Fragezeichen-Münze, aber möchte ich in dem Fall jetzt nicht holen. Komm, ich spreche das Schild nochmal an hier. Hey, ich bin's, Schildbürger. Hier kommst du nur mit der großen Blase weiter, also erinnere dich, wie man die große Blase steuert. Und pass auf, dass du die Elektrobarriere nicht berührst, die sind ziemlich gefährlich. Weiß ich, ich gehe jetzt auch einfach mal gegen den Uhrzeigersinn vor. Das gar keinen Sinn macht. One-up, so. Ja, nicht so weit, Mario. Die Musik, die passt ja auch wie die Faust aufs Auge, ne? Man muss sich konzentrieren und alles. Und ich finde, dazu passt die Musik halt echt gut. Oh, jetzt muss ich hier zwischenbleiben. Ach du Scheiß. Also ich gehe die Fragezeichen-Münzen jetzt einfach allgemein schon nicht mehr an, weil da eben nur Münzen rauskamen und die brauche ich eh nicht. Nichts mehr an Sternstaub, schade. Selbst wenn da Sternstaub rauskommt, Sternstaub brauche ich auch nicht unbedingt. Oh, jetzt Feuer hier, okay. Ich bin da eigentlich voll rein, Leute. Das hätte ich ja dreimal noch zurückgeschafft. Ich muss jetzt hier hinter noch durch, ey. Darf nicht in die Elektrobarriere rein. So, Nummer 3. Fehlen noch 2. Also wäre es jetzt, wenn ich jetzt einen Speedrun hier durchmache, dann wäre ich hier auf jeden Fall deutlich schneller noch unterwegs gewesen. Auch ein bisschen riskanter. Alles, ne? Aber ich mache das jetzt hier einfach mal ein bisschen auf Nummer sicher. So, und der letzte noch. Ich glaube, der letzte ist so jetzt der schwierigste. Zumindest so auf den ersten Blick. So, wenn da jetzt Münzen rauskommen, kommen aus allen Fragezeichen Münzen. Ja. Na gut, die helfen auch so ein bisschen, ne? Mit den Münzen. So, da ist der Sternring, das darf ich noch nicht verkacken. Die bewegen sich ja noch nicht mal, die Dinger. Ich glaube, da kommt jetzt sowas. Ich glaube, ich bin jetzt nicht direkt beim Stern. Ja, da kommt noch ein Parcours. Seht ihr das da hinten schon? Achso, oh, ich weiß, da kommen da noch Blasen raus, oder was? Oh. Ich muss mich doch beeilen. Kugeln ließ, wenn die mich jetzt auch noch verfolgen. Du Scheiße. Dann ist hier aber echt Land unter gleich, ey. Die nicht kriegen sollten. Die bewegen sich für die Dinge. Machen wir so parallel zu mir, ne? Es wird noch schmal, Alter. Ich will den Stern, da ist er. So, auch zwar First 2, wenn auch auf Nummer sicher gespielt, aber hat doch gut geklappt. Fehlt nur noch eine Challenge-Galaxie. Ich habe gedacht, ich brauche länger dafür, ehrlich gesagt. Vielleicht kriege ich ja sogar noch die feindliche Basis dieses Video. Blasenreise durch die Elektrowelt. 100 Sternstaubteile. So, eine geht noch, eine Galaxie noch, eine Challenge. Jetzt das Surfen noch. Das Surfen macht meiner Meinung nach auch am meisten Bock. Der Ball ist geil, die Blase nicht so, finde ich. Also, Blase ist ein bisschen langweilig, weil man da halt echt nur eigentlich auf Safe spielen muss. Willst du reisen, Challenge, Surfen? Ja, sicher. Kleiner. Verstanden, also dann.
Die sagen gar nicht Verwandlung. Schade. Kleine Dreckschweine. So, wie man ein Surfer wird. Okay, eigentlich wäre der Titel passender zum Testsurfen eigentlich. Meiner Meinung nach. So, da ist der Rochen schon wieder am Start. Alter, was ist das für ein Wasserfall da hoch? Wie kommt man denn da hoch? Oder runter? Ist hier kein Sternstaub? Doch. Direkt hier ist Siegespodest, an dem ich gleich wieder rauskomme, wenn ich es schaffen sollte. Tubis, willst du den Rochen reiten? Dieser Kurs ist aber ziemlich schwierig. Willst du es trotzdem versuchen? Ja klar. Ich will den Stern haben, Kollege. In Ordnung. Du hast aber maximal 3 Minuten. Oh. Der Trick ist, die Ruhe zu bewahren und nicht den Kopf zu verlieren. Bin, bin, bin. Und los geht's. Rochen, komm. Oh, das ist aber echt schmal hier. Die Runners hier. Es gibt ja von rechts 2 Runners am Anfang. Alter, der Rochen fliegt ein bisschen hoch. Maximal 3 Minuten, der Rekurs bei 1,30. Und bei dem anderen Kurs. Oh, da wäre ich fast weg gewesen. Ich muss nur auf die Bremse drücken. Also kein Gas geben in dem Fall. Ja, auch noch ein Salto ist das hier, Alter. Also so ein Looping meine ich, Salto. Looping. Der richtige Ausdruck. Und jetzt geht's runter, Leute. Rippi! Boah. Ich wusste, dass das viel. Alter. Also auch erster Versuch, okay. Ganz komisch alles. Ey, nein, jetzt mit dem Stern, danke. Wow, nur 1 Minute 4. Seine Zeit ist nicht leicht zu erreichen. Alle wollen dich treffen, also geh und begrüße sie. Gib erstmal den Stern, Kollege. Nee, dann gehe ich die Basis jetzt auch noch an. Bowser wartet auf mich. Ich glaube, Bowser müsste da kommen, ja. Wir hatten ja zuletzt Bowser Junior sogar direkt mit seinem Flugschiff. Da müsste jetzt tatsächlich wieder Bowser kommen. Oh. Yeah. Also zurück zum Schlafzimmer. Stern Nummer 65 schon. 10 Teile. Wie gesagt, über die Reihenfolge, wie ich es jetzt hier angegangen bin, lässt sich streiten, ne? So, aus zeitlicher Sicht wäre es besser gewesen, erst die Basis zu machen. Aber ich wusste nicht, dass die Challenge-Galaxien so schnell gehen. Also klar, die gehen auch nicht so schnell, wenn man verkackt. Und war jetzt recht glücklich, dass ich die alle im ersten Versuch geschafft habe. So, auf geht's. Ich habe fast doppelt so viele Sterne schon, die ich eigentlich bräuchte. Dunkle Materiefabrik. So, Bowser, du kleiner Drecksack. Ich mach dich platt. Die Pläne des Koopa-Königs. Ach, wieder so ein Mist. Ja, diese dunkle Flüssigkeit da, oder diese dunklen Blöcke da, das soll die dunkle Materie darstellen. Die hier. Sagt der mir, glaube ich, auch noch hier jetzt, der Luma. Hier sind haufenweise Fallen. Achte auf die Gravitation und geh weiter. Okay, sagt er mir doch nicht. Okay, hat sich gar nicht gelohnt, jetzt da hinzuspringen. Das will man einmal auf schnell machen und dann geht das gar nicht. Ein Knochen trocken. Komm, nicht die Klappe. Ein Gumba. So, ja, hier muss ich jetzt auf die Gravitation aufpassen. Ey. Aufpassen. Das ist die Stelle, die er meinte, der Limo. Muss ich jetzt hier stehen bleiben? Fuck. Und hab ich gekriegt, ist egal, brauche ich nicht. Hier auch noch so Löcher. Was ist da? Durch den Einfluss der dunklen Materie sind hier und da Löcher im Boden. Pass auf, plötzlich erscheinen Löcher auf, sonst geht es ins Nichts. Ah ja, okay, die meint er hier.
zurück. Danke. Aber ehrlich gesagt, ist es jetzt auch nicht unbedingt schwer, den auszuweichen. Sag ich und gehe nicht, fall ich in ein Loch rein. Ja, alles klar. Oder doch, hätte ich jetzt was übersehen, tatsächlich. Aber auch nur fast. Hey, hallo? Hä? Was ist denn hier los? Junge! Hey, warum läuft der denn immer in die andere? Hallo? Hey, ich kann da nicht reinlaufen. Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt. Also mein Controller hat jetzt irgendwie gesponnen, tatsächlich, Leute. Ich weiß nicht, warum der da zurückgelaufen ist sofort. Da hat der Mario sich gerade echt ganz komisch bewegt. Boah. So, muss ich jetzt hier runter. Und da das Ding gleich noch weitergeht, muss ich gleich noch auf die andere Seite. Ich glaube jetzt aber erstmal hier wegen den Münzen. Aber Münzen brauche ich ja eh nicht. So. Dann geht's hier weiter. Schon geil gemacht, muss ich sagen. So, jetzt muss ich hier ganz schnell weg, sonst fliege ich gleich nämlich da hinten weg. Ihr seht es ja hier, die grünen Dinger. Danke, Goomba, für die Münze. Die ich halt wie eigentlich gar keine Münze, außer ich habe einen Kraftpunkt verloren, den ich brauche. In die Treppe hier. Ihr könnt ja schon denken, was jetzt hier gleich wieder los ist. Mal Numa alle befreien hier. Ne, da ist er schon, Bowser. Wo ist er denn, der dicke Koopa-König? Da ist er. Da zeigt er sich. Schmeißfliege, bist du auch schon da? Du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein, Mario. Oh, danke. Endlich erweist du mir mal den Respekt. Aber ihr endet dein Dasein als mein Erzfeind. Also, letztes Mal war er deutlich brutaler in seiner Ausdrucksweise. Das hat er gesagt. In Fetzen ins Weltall schmeißen oder so, hat er gesagt, glaube ich. Oh! Oh, der kann jetzt auch seine Drehattacke, stimmt ja. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. So, dreh dich, Kollege. Oh Mann, Mann, nein. So. Genau, richtig auf. Boah, das war mies jetzt, ey. Komm her. Der dreht sich zweimal jetzt sogar. Logisch. Der ist eigentlich schon ziemlich blöd in dem Spiel, muss ich sagen. Ich kann doch voll leicht verarschen hier in Mario Galaxy. Wo ist er? Da. So, weg mit dir. Nummer 2. Wie er auf die Stacheln einfährt, ne? Wenn er sich da so dreht. Hat eigentlich auch gar keinen Sinn. Wow. Hier bin ich ja sicher vor seinem Schockwelt zumindest. Vor seinem Feuer nicht, aber. Zweimal. Dreimal. Und jetzt darfst du bitte hier drauf springen. Der ist so doof. Oh. So, dreh dich. Auf deinem Rücken. So, und weg mit dir. Ach ne, nochmal, ja, stimmt. Und Ende im Gelände. Da liegt da wieder, der Koopa-König. Verrat mir mal deine Pläne, komm. Erzähl mir mal was. Du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein. Hast mir gerade schon gesagt, danke. Doch genug des Lobs. Während wir uns hier amüsieren, schreitet mein Plan seiner Vollendung entgegen. Jammer schade, Mario. Ey, erzähl mir gar nicht, was deine Pläne sind. Was hast du mit Peach vor? Ey, komm zurück. Na gut, nehm ich den großen Stern mit. Mach dich später platt. Kollege. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Ach, die Melodie ist auch so geil, Leute.
Falls ihr die jetzt nicht so richtig gehört habt, sorry, aber ich musste einfach mitmachen. So, der fünfte große Stern schon. Aber ich habe erst rund die Hälfte der Sterne, wisst ihr ja. Da kommt also noch einiges auf mich zu. Und ich glaube, ich könnte sogar theoretisch jetzt schon Bowser herausfordern. Also den letzten Bowser. Oder brauche ich den letzten? Ne, ich brauche den letzten großen Stern, glaube ich, echt nicht. Um ihn herauszufordern zu können. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Den könnte ich mir jetzt auch eigentlich direkt holen zur Not. Und der Maschinenraum ist ja jetzt schon offen. So, 31 Mützen gesammelt. Neue Galaxie entdeckt. Habe ich eigentlich schon den Gumeluma gemacht? Nee, der fehlt mir auch noch. Fällt mir gerade ein. Den habe ich total vergessen. Wir haben herausgefunden, wo die dir kostbare Person ist. Betrachte die Platte zu deinen Füßen. Ach ja, genau. Stimmt. Das ist die Sternkraft, die zum Erreichen deines Zielorts, dem Zentrum des Universums, nötig ist. Wenn du Powersterne zurückholst, nimmt diese Zahl ab. Wenn sie auf Null sinkt, wird die Sternwarte auf dem Kometen wieder als Sternschiff fungieren. Dann können wir uns wohl auch dem Zentrum des Universums nähern. Nein, bitte nicht speichern. Die Kraft der Sternwarte des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternschiff. Ja, das liegt daran, ich habe schon über 60 Sterne. Deswegen kommt es jetzt sofort. Eigentlich brauchen wir nur 60 Sterne dafür. Deswegen geht der Zähler jetzt auch direkt runter auf Null. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo der dir kostbare Mensch wartet? Nein, 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 warte mal, Rosalina, noch nicht. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir. Also wisst ihr, Leute, ich kann jetzt jederzeit Peach retten, theoretisch. Werde ich aber nicht machen, weil ich so fies bin. Wo war denn hier der Gumeluma? Habe ich den direkt mal... Nee, da oben da ist ein roter Luma, der ist es nicht. Ach, da ist er. Da hat er sich versteckt. Kein Wunder, ich den nicht gesehen habe. Wie viel willst du denn haben? Keine Sternteile? Ja, doch, du, ich habe genug. Gib mir ein paar 800, ja komm. Die habe ich locker. Ich habe Vierfache. Über mehr als das Vierfache. Hiermit endet dieser Part aber erstmal. Nächstes Mal den Gumeluma noch und dann geht's weiter zum Maschinenraum. Peach muss halt noch ein bisschen warten. Die Bitch. Ich kann mich mal. Das lässt sie sich auch immer entführen. Ne? Also ich hole mir jetzt erstmal die restlichen Powersterne, die ich noch sammeln kann. Und dann mache ich Bowser erst platt. Ich hoffe, ihr versteht das. Ne? Ich will alle Sterne sowieso holen. Also ist eigentlich die Reihenfolge auch egal. Von daher, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Zeigt mir gerne... Nee. Lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und kommentiert fleißig unter dem Video, ne, wenn ihr wollt. Was auch immer ihr auf dem Herzen habt, schreibt es mir gerne. Euch ansonsten natürlich noch einen schönen restlichen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö. Euer Basukasu.